Kinder haben immer Gelegenheit, der Erwachsenenwelt ungut aufzufallen. Vor allem jene, die aus sozial benachteiligten Elternhäusern oder aus gar keinem Elternhaus kommen, sind den Anforderungen der Gesellschaft vielfach nicht gewachsen. Sie reagieren mit Angst, Aggressionen, Flucht. Nicht selten landen solche Kinder dann in psychiatrischen Kliniken. Wie hier in der Kinderabteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik in Innsbruck werden sie dann beobachtet, beurteilt und behandelt. Die Überwachung mit Videokameras gilt als medizinisch notwendig. Die 30 Jahre alte Kinderabteilung wurde 1979 der Universitätsklinik für Psychiatrie angegliedert. In der Kinderstation wird auf strenge Disziplin geachtet. Der Tagesablauf ist minutiös durch eine Anstaltsordnung geregelt. So durften zum Beispiel die Kinder bei Tisch erst sprechen, wenn sie die Suppe gegessen hatten. Auch nachts wird jedes Geräusch mitgehört. Wir fragten die Leiterin der Abteilung nach dem Sinn solcher Regeln. Es gibt nicht wenige Kinder zum Beispiel, die daheim bei ihren Eltern bei Tisch überhaupt nicht reden dürfen. Das heißt, isst zuerst einen Teller aus und dann red. Also ich glaube, dass wir hier ganz im Rahmen des Landesüblichen sind. Kann das Landesübliche das Kriterium für eine Abteilung sein, die Problemkindern psychologischen Beistand geben soll? Der verantwortliche Vorstand der Klinik war da anderer Meinung. Er setzte noch während unserer Dreharbeiten in Innsbruck die Abteilungsordnung außer Kraft. Der psychologische Wert ist null und es ist absolut nicht Sache einer Abteilung einer Kinderklinik, also einer Kinderabteilung einer psychiatrischen Klinik, solche Vorgänge zuzustimmen. In einem Brief schrieb Professor Crispin Exner, er könnte noch viele Vorwürfe gegen die Kinderabteilung nennen. Es sei jedoch bereits die totale Umstrukturierung im Gange. Hierher kommen auch Kinder, die noch nicht sauber sind. Es kommt vor, dass man sie in eine Spezialhose steckt. Wird die Hose nass, läutet die Klingel am Rücken, zum Gaudium der anderen Kinder. Bettnässer werden ähnlichen Verhaltenstherapien ausgesetzt. Die Leiterin der Abteilung bezeichnet das, was die Kinder in der Nacht hier erleben, selbst als fürchterlichen Schrecken. Andere Ärzte erzählen, dass Kinder auf einer solchen Matratze aus Angst nicht mehr einschlafen können. Dennoch werden die Klingelmatratzen eingesetzt. Die Verwendung des Apparats bei uns und in der Ambulanz ist in erster Linie diagnostisch. Und zwar habe ich, wenn ich bei einem Kind bestimmte Fragen klären muss, ob das nun ein organisches Leiden ist oder ein psychisches Leiden. Wenn ich das klären will, habe ich manche Fragen zu beantworten. Ich selbst als Nicht-Kinderpsychiater bin über den neuesten Stand der Forschung von Bettnässern und Therapien nicht informiert. Aber ich würde glauben, dass es sich um Verhaltenstherapien handelt, die antiquiert sind. Die Tiroler Kinderpsychiaterin behandelt auch die Sexualmoral der Kinder. Christine kam 1978 zu Frau Professor Novak Vogel, weil sie bei einem Freund übernachtet hat. Sie war 15 Jahre alt. Wegen sexueller Gefährdung wurden ihr 10 Ampullen des Hormonpräparates Epiphysan gespritzt. Angeblich wirkt das Präparat ein Jahr lang auf den Hormonhaushalt der Mädchen. Das war mein spezielles Forschungsgebiet von vor schon sehr vielen Jahren, dass man hat das aus irgendwelchen Gründen feststellen können, damit eine sexuelle Beruhigung erreichen kann. Ist sicher in meiner Zeit nicht geschehen, zumindest wenn, dann ohne mein Wissen, und ist absolut abzulehnen. Warum? Weil es ein Eingriff ist, der keine medizinische Indikation hat. Eva war 8, als sie in die Abteilung kam. Der Religionslehrer hatte sie mehrfach beim Masturbieren ertappt. Auch sie bekam die Spritzen. Am 9. Mai 1980 erkundigte sich Frau Professor Novak Vogel bei Evas Arzt, ob es zu einer gestörten Sexualentwicklung oder zu einer Frigidität gekommen sei. Sie sei wissenschaftlich daran interessiert. Dass Epiphysan auch bleibende Schäden verursachen könnte, bestreitet sie. Aber nachdem diese Fälle so selten sind,
halte ich es für nicht sinnvoll, noch über diese Therapie zu reden, nachdem es viel, viel mehr sinnvolle und wichtige Fragen in der Kinderpsychiatrie gibt. Aber ich würde nach wie vor dieses Medikament in dieser ganz winzigen Indikation bejahen. Professor Novak Vogel ist auch Beraterin für Erziehungsheime. Siebentausend Kinder und Jugendliche, denen vom Jugendamt Verwahrlosung bescheinigt wird, befinden sich derzeit in Österreich in solchen Heimen. Eines davon ist in Schwaz in Tirol, in der ehemaligen K&K Weiberzucht- und Strafanstalt St. Martin untergebracht. 50 Mädchen sollen hier erzogen werden. Wenn er raus ist, wie soll dann Menschen scheichen, wenn in den Bus reinhockst, der Mensch steht am Hirn und das von St. Martin kriegst du, Mensch, jeder schaut die schief an. Und in Aue zum Beispiel, wie ich bin tätowiert, mache was, und die wollen helfen oder was, oder die wollen in einem Heim, da wirst du gleich ein bisschen angeredet, letzte Trick behandelt, weil einfach kein Mensch mehr bist, wenn du rauskommst. Sentimental wärst du das und so. Die Freunde hast du nicht mehr und die Kollegen, natürlich, wenn du hier unten bist, niemand mehr hast, dann kannst du praktisch von ganz von vorn wieder anfangen. Brigitte kommt aus tristen Verhältnissen. Ihr Vater war Alkoholiker und schlug sie oft. Gelegentlich schwänzte sie die Schule. Und eines Tages lud sie einen Freund ein, bei ihr zu wohnen, aus Angst vor den Schlägen des Vaters, wie sie erzählt. Fürs Jugendamt war das der Anlass, den Eltern das Erziehungsrecht zu entziehen. Brigitte war 14, als sie ins Heim nach Schwaz kam. Unser Team kam zum vereinbarten Termin und begleitet von zwei Beamten des Landesjugendamtes ins Heim. Aber St. Martin war leer. Man hatte die Mädchen entfernt, damit wir sie nicht filmen konnten. Man wisse nicht, wo sie seien, wurde uns gesagt. Einmal hier eingesperrt, sollen die Zöglinge zu selbstständigen Menschen erzogen werden. Frau Direktor Hertha Tussetschläger wollte uns nicht sagen, mit welchen Methoden das erreicht werden soll. Vom zuständigen Hofrat in der Landesregierung erhielten wir Auskunft. Mit welchen Methoden will man das bewältigen? Ich weiß also nicht recht, was Sie hier ansprechen mit den Methoden. Wir arbeiten in den beiden Heimen im Wesentlichen mit verhaltenstherapeutischen Methoden, die ja bekanntlich beruhen auf den psychologischen Lerngesetzen. Sie gehen also davon aus, dass ein Verhalten weitgehend gelernt wird. Das heißt, auch ein negatives Verhalten wird gelernt, aber eben auch ein positives Verhalten kann gelernt werden. Und ein Verhalten wird besonders dann wiederholt und immer wieder befolgt, wenn es positive und angenehme Konsequenzen bringt für den Einzelnen. Aus dem verhaltenstherapeutischen Programm. Jeden Abend beurteilt die Erzieherin das Verhalten des Zöglings und verteilt Sternchen. Für viele Sternchen gibt es Vergünstigungen, wie etwa einen Fruchtsaft am Freitag, die Erlaubnis, den Nachtfilm im Fernsehen zu sehen oder Ausgang. Auch die Höhe des Taschengeldes richtet sich nach der Anzahl der Sternchen. So will man die Mädchen zu eigenverantwortlichen Menschen erziehen. Kindergartenmethoden sind es dann. Wenn wir mit den Erzieherinnen ausgelacht, die beurteilen uns dann noch Sterndl und wenn brav bist, darfst du die Nachtfilme anschauen und sonst darfst du nicht anschauen. Und jetzt hast du Danke und war nett, dass ich da Saftel kriege, hast du am liebsten sagen müssen, das hat ihnen halt dann gefallen. Und wenn es nicht dann ist, dann bist du bei den Erzieherinnen durch gewesen. Nicht jeden Tag sage ich, sie ist eine schöne Frisur und sie sind aber fest und ewig die Komplimente machen da. Wie war denn die Arbeit im Heim? Na, bei der heißen Bügelmaschine bin ich halt immer gestanden und unten haben sie auch noch gekackelt, wenn du mal allein durch Schief durchlassen hast oder was. Dann hast du auch gleich unten wieder deine Standel weggekriegt, weil 2,50 hast du in der Stunde verdient. Hast du eine Lehre machen können drinnen? Nein. Also ich sage am Ersten so quasi bin ich steppert, weil ich in der Schule nicht gut war. Und ich bin überhaupt 8 Monate aus dem Dienst nicht gekommen. Wahrscheinlich haben sie mir eine Waschkuchel gebracht, weil ich bei den Maschinen habe ich ausgekannt und bei der Bügelmaschine und die haben mich wohl hinstellen können, als wäre ein Kasperl. Die Verantwortlichen erklären, alle Mädchen hätten die Möglichkeit, eine Lehre zu besuchen. Nach Auskunft der Direktion gehen jedoch nur 4 Mädchen einem Lehrberuf nach. Die anderen, sagt man, wollten nicht. Etwa die Hälfte der Mädchen arbeiten im Heim.
haben sie sich bewährt, dürfen sie in den Außendienst, als Bedienerinnen oder ins Gastgewerbe. Die Heimwäscherei arbeitet fürs Bundesheer. Der Lohn, je nach Wohlverhalten, bis zu 3 Schilling pro Stunde. Begründung, es handelt sich da um eine Arbeitstherapie und nicht um ein Arbeitsverhältnis. Disziplin wird im Heim großgeschrieben und zuweilen mit handfesten Methoden erreicht. Patricia erzählt. Wir haben da nicht schlafen können, oder? Wir waren übermütig gewesen. Ganz arg weiß ich nicht. Wir haben halt ein bisschen Lärm gemacht gehabt. Dann ist die Erzieherin gekommen und hat gesagt, wir sollen ruhig sein. Jetzt haben wir halt nicht die Augen gehabt. Dann ist sie mit einer zweiten gekommen und hat gemerkt, dass ich das war und nur ein Mädel. Dann hat sie gesagt, ja, ich soll in die Kerze gehen. Und ich bin noch im Bett gelegen, haben sie mich bei den Händen genommen, an links und dann rechts und wollten mich aussitzen. Ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht in die Kerze. Dann haben sie die Frau Direktor gerufen gehabt. Ist sie gekommen und hat Reitpeitschen in der Hand gehabt. Dann ist sie her, hat mal ein paar Betten im Kraut gehabt. Dann ist sie zu mir und hat mir die Peitschen auf die Füße aufgekraut. Die Direktorin bestritt den Vorfall nicht, wollte aber nicht vor die Kamera. Welche Konsequenzen wurde bei der Frau Direktor Dussetschläger gezogen? Ja, darauf will ich. Ich möchte, diese Angelegenheit ist behandelt worden und ich halte das für ungeeignet, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Welche Konsequenzen wären gezogen worden, wenn ein Zögling mit einer Peitsche geschlagen hätte? Das ist eine Frage, die ich also nicht beantworte. Warum nicht? Ja, weil ich sie für unsinnig halte. Ich halte sie nicht für sinnvoll. Ich wüsste nicht, auf was die Frage abzielt. Die Reaktion vieler Mädchen auf die Heimsituation gibt jedenfalls zu denken. Selbstmordversuche und Selbstbeschädigungen sind keine Seltenheit. Viele Mädchen versuchen immer wieder zu fliehen. Dann stehen sie ohne Arbeit, ohne Geld und ohne Wohnung da. Häufig ist das der erste Schritt in die Prostitution. Die Verantwortlichen machen die Stärke der Triebstruktur für die Fluchten verantwortlich. Wie erklären Sie sich die häufigen Fluchten? Ja, das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Ich bin also der Meinung, dass es im Wesentlichen in der Persönlichkeit der geschädigten Mädchen liegt, die doch einen sehr starken Freiheitsdrang, wenn ich so sagen darf, entwickeln und damit einfach allem, was dem entgegensteht, ausweichen, durch Fluchtverhalten ausweichen. Du bist ja dann geflohen. Warum hast du das gemacht? Ja, weil meine Mutter, die ist überall immer umgekehrt, dann hat es geheißen, ja, ich komme in 2 Monaten raus nach der Schule. Und dann habe ich die abgewartet und habe mich gut geführt und alles. Und dann hat es geheißen, nein, ich komme doch nicht raus, wegen meinem Alter und so. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist eh schon alles gleich, jetzt hau ich ab. Dann bin ich 1 Monat auf Flucht gewesen. Also dann bin ich angekehrt, dann bin ich zu meinem Freund, der sich aber dann als Zuhälter entlarvt. Und dann nichts zum Essen gehabt und nichts und keine andere Möglichkeit gehabt. Und er hat mich auch nicht zurückgehalten, oder was er hat auch immer getrunken. Dann bin ich ihm auf den Strich gegangen und dann haben sie mich wieder erwischen. Dann war es natürlich noch schlechter, weil ich auf den Strich gegangen bin und alles. Und dann haben sie mich wieder rein. Dann bin ich da vor Wochen in Häfen gekocht, weil sie mich nicht geholt haben. Weil sie gesagt haben, ich soll ruhig mal dranbleiben, damit sie sieht, wie sie im Häfen ist. Und dann hat sie, und dann bin ich reingekommen und bin ich auch wieder. Hatte ich 2 Tage in Kautes so gehen müssen, aber dann bin ich schon so fertig gewesen, der Häfen da ist. Dann habe ich so durchgetrennt und geschrien die ganze Nacht. Dann haben sie mich doch gutmütigerweise rausgelassen. Dann habe ich aber dafür 1 Jahr Urlaubssperre gekriegt. Dann mein Freund hat mich dann nicht mehr besuchen dürfen, keine Briefe mehr schreiben. Telefonverbot habe ich gehabt und Ausgangssperre. Also überhaupt alle Sperren, was man sich gerade denken kann. Dann habe ich gedacht, ich gleich, dann bin ich nach 3 Wochen wieder abgehauen. Solche Sperren seien nur die Ausnahme.